Das Wasser kocht schon und wir machen heute einen leckeren Couscous-Salat mit Kräutern und Aprikosen. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir starten jetzt mit dem Couscous. Der kommt in das kochende Salzwasser und wird für 10 Minuten ziehen gelassen. Jetzt noch einen guten Schuss Olivenöl dazu. Der sorgt dafür, dass der Couscous schön flockig bleibt. Einmal umrühren, Herd ausstellen und ziehen lassen. Mandeln dürfen im Couscous nicht fehlen. Die müssen durchgehackt werden. Ich zeige euch jetzt aber einen Trick, wie ihr das viel einfacher machen könnt. Ihr legt die Mandeln aufs Brett, nehmt ein zweites Brett und drückt einfach fest drauf. Und die röste ich jetzt in der Pfanne ohne Fett goldgelb an. Als nächstes schneide ich noch Aprikose, Paprika und Lauchzwiebeln. Die Mandeln sind jetzt richtig schön goldbraun und haben ihr volles Aroma entwickelt. Typisch für die orientalische Küche sind frische Minze und Petersilie. Und die hacke ich jetzt noch runter. Nehmt gerne die Stängel mit, denn da, auch wenn sie nicht holzig sind, ist ganz viel Aroma drin. Mein Couscous heute ist mit getrockener Aubergine. Alles völlig falsch. Mein Couscous heute ist mit getrockneter Aprikose. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was für euch klassische Couscous-Rezepte sind. Für die Vinaigrette vermenge ich Zitronensaft, Eiweiß und Olivenöl miteinander und würze das Ganze mit Salz und Pfeffer. Hierfür habe ich den Telly Jerry Pfeffer. Der wird handverlesen in Indien, denn der ist besonders pikant und aromatisch. Jetzt noch alles miteinander vermengen und 30 Minuten lang durchziehen lassen. Nicht nur farblich ein Highlight, sondern auch geschmacklich. Ich gebe jetzt noch etwas Ziegenkäse oben drüber und schon ist dieser leckere Couscous-Salat fertig. Wow! Lasst einen Daumen hoch da und viel Spaß beim Nachkochen.